Ja, willkommen, willkommen, willkommen. Neues Video ist am Start. Wie ich im letzten Video zum Schluss versprochen habe, zeige ich euch dieses Mal meine Trailrunning-Stöcke, die just in dem Moment, als ich das Video fertig gemacht habe, eingetroffen sind. Ja, was soll ich dazu sagen? Normalerweise kosten diese Stöcke ab 150, 160 Euro aufwärts. Ich habe die jetzt etwas günstiger bekommen, auch weil die aus Alu sind und nicht aus Carbon. Darum sind sie vermutlich etwas günstiger. Ansonsten funktionieren sie gleich. Mit einer Handschlaufe. Man kann sie auseinanderklappen. Da fällt man natürlich jetzt nur ein bisschen die Übung. Schauen wir mal. Mit 1,20 Meter. Ich hoffe, das sieht man anständig. Wäre so meine Größe mit der Schlaufe. Und zusammenlegen geht dann eigentlich genauso. Und die kommen dann wieder in den Köcher quasi da hinten hinein. Den Köcher habe ich noch nicht. Die sind jetzt direkt von Salomon, habe ich mir die bestellt. Es gibt auch noch andere Hersteller und ich hätte auch ins Laufgeschäft meiner Wahl gehen können. Aber warum die? Erstens einmal, weil sie relativ günstig waren im Verhältnis zu den anderen und weil Salomon aktuell im Shop eine verlängerte Rückgabefrist hat bis 15. Jänner. Da haben wir doch, die probiere es einmal aus. Ich teste das einmal aus und ob ich mit der Schlaufe zurechtkomme und das andere muss man halt üben, wie gehe ich damit und das Aufklappen, das Zusammenklappen, das wieder einstecken. Das kommt alles, das muss ja nicht blitzschnell sein, weil ich ja nicht vorne mitlaufe um den Sieg. Dann kann ich mich da schon ruhig ein bisschen blöd stellen, aber zu blöd will man sich ja auch nicht stellen. Wäre natürlich nett, wenn man das zusammenbringt während des Laufens oder nur ganz kurz stehen bleiben muss. Wie gesagt, die sind jetzt 1,20 Meter und der Köcher kommt demnächst. Ich zeige euch das nochmal. Im Prinzip, du nimmst sie aus dem Köcher, du klappst sie auf und das rastet ein und das war's. Und das sollte dann auch halten. Und genau so werden die auch wieder zusammengeklappt. Wie das dann funktioniert, wenn man den zweiten auch in der Hand hat, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das muss man üben. Ja? Das wären meine Trailrunning-Stöcke. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir dann weiter zum nächsten Punkt. So, es geht weiter im Text. Ich habe mir gestern, heute im Gym eine Challenge für mich überlegt. Die Grundzüge sind fertig. An den genauen Details feile ich noch etwas. Es ist erst zu 95% ausgereift. Wird im Endeffekt so aussehen, dass ich 2024 jeden Tag eine halbe Stunde Sport, Bewegung, was auch immer machen möchte. Minimum, mindestens. Da ist eben ganz egal, ob das jetzt Laufen ist, da ist meistens sowieso mehr. Ob das jetzt im Fitnesscenter ist, das ist meistens auch mehr. Ob das jetzt Radfahren ist, das ist meistens auch länger. Oder ob es Schwimmen ist. Schwimmen ist eigentlich kein wirklicher Sport für mich. Aber ja,
Und das wirklich jeden Tag. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht. Da waren es 3 Monate, ein bisschen mehr. Das hat sehr gut funktioniert. Natürlich muss ich da Grenzen setzen, weil Regeneration ist einmal wichtig. Abwechslung ist wichtig und ich glaube, nach Läufen wie den Mozart 100 Marathon wäre ein bisschen Ruhe einmal angedacht, außer man geht natürlich am nächsten Tag, keine Ahnung, eine Runde schwimmen, stramm spazieren. Was definitiv noch hineinkommt an richtigen Ruhetagen, das werden wir mit reinnehmen, wird es dann so, ich sage einmal, Mobilitätsübungen, Dehnungsübungen, das eben für eine halbe Stunde, wenn wir da der nächsten Zeit so ein kleines Programm zusammenstellen. Im Kopf habe ich da eh schon angefangen, denn in meinem Kopf ist viel. Und das wir halt dann an diesen, sagen wir mal, Ruhetagen machen. Ja, das wäre der Plan. Natürlich wird es auch Tage geben, wo gar nichts ist, weil ich einfach zu erledigt bin. Ich muss natürlich auch Dings mit reinnehmen, sollte ich krank werden, was eher weniger der Fall sein wird. Ja, werde ich es auch nicht machen. Natürlich, wenn man krank ist, soll man keinen Sport betreiben. Sollte es sich beruflich absolut nicht ausgehen, dann muss man halt eben auf Mobilität, Dehnen, spazieren gehen, wirklich spazieren gehen, zurückgreifen. Und damit meine ich nicht, dass von zu Hause zum Bahnhof gehen, diese 20 Minuten, das zähle dann nicht dazu. Und auch nicht sollte ich vom Bahnhof heimgehen, 20 Minuten. Das zähle ich auch nicht dazu, sondern definitiv wirklich eine halbe Stunde spazieren gehen, mit von mir aus beim Podcast hören und so weiter. Das wäre so die Challenge, die am 1.1. beginnt. Meine bessere Hälfte, die sich dann jetzt das anschauen wird, die wird den Kopf, die wird sagen, hurra! Womit ich dann am 1.1. anfangen werde, kann ich noch nicht sagen, ob es ins Gym geht, das da glaube ich erst am Nachmittag aufsperrt, sei ihnen gegönnt, oder ob ich eine Runde laufen gehe. Ich glaube, ich werde es mal wetterabhängig machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt dann weiter im Text. Mein Training war diese Woche läuferisch eher mau, das heißt eigentlich null. Dafür war ich 4-mal im Gym. Der Plan, den ich im Gym habe, ja, er nimmt starke Formen an. Ja, warum nicht laufen? Es hat einfach das Wetter, das hat es einfach nicht zugelassen. Das, ja, ich weiß, wie immer, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, aber irgendwo ist auch eine Grenze, muss man auch dazu sagen. Und immer kann man sich auch nicht überwinden, aber das wird man eben aufholen in der nächsten Zeit. Das heißt, ja, es ist Sonntag. Wenn das Wetter hält, ich war heute schon im Gym, und wenn das Wetter hält, gehe ich dann mit meiner besseren Hälfte am Nachmittag noch eine Runde laufen. Es stehen für mich Materialtests an, sprich die neuen Trailschuhe, die Trailstöcke stehen an und neue Socken. Muss ausgetestet, wie das alles zusammenpasst. Und das heißt, wir sehen uns dann vermutlich einmal gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder vom quasi Materialtest mehr oder weniger zurück. Erstes kleines Fazit, muss ich mal sagen. Ich brauche mit meinen Stöcken
viel, 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 viel mehr Übung, wie man hier sieht. Nächstes Fazit. Ich habe mir eine kleine Blase gelaufen am rechten Fuß. Ich hoffe zutiefst, dass das an den Socken gelegen hat, die da hinten irgendwo auf Falten geschlagen haben. Man sollte auch nicht mit neuen Socken unbedingt laufen, in neuen Schuhen. So gescheit bin ich auch. Aber ja, das wird sich dann beim nächsten Mal herausstellen. Aber wenn man es weiß, kann man vorbauen. Ja, drittes Fazit. Muss ich sagen, ich habe ein Gel zu mir genommen. Das vertrage ich sehr gut. Das bekommt man allerdings so nicht zum Kaufen. Das müsste ich bestellen. Aber okay, das lasse ich mal so stehen. Ein zweites habe ich davon nun noch. Gibt es leider nur eine Geschmacksrichtung in Zitrus. Ich habe die andere Geschmacksrichtung, die es gegeben hat, hat man nicht geschmeckt. Oder hätte man nicht vorstellen können. Ja, könnte geschmacklich weit besser sein. Ich vertrage es. Aber schmeckt irgendwie so Abwaschmittel noch Zitrus. Nein, ich habe sowas noch nicht gekostet, aber es schmeckt, wie so ein Abwaschmittel riecht. Ja, muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Und last but not least, wenn ihr so ein Vorhaben startet und ins Gelände fährt, lasst euch nicht von eurer Frau navigieren. Die sagt, ich kenne den Weg. Steht dann wo und sagt, da sind wir falsch, wir müssen zurück. Und das nicht einmal, sondern zweimal oder dreimal. Und dann geht es irgendwo ganz massiv den Berg hinunter. Ja, schaut euch die Strecken vorher an und nehmt es selber mit. Sicher, sicher. Ja, aber man wird dafür, dort wo wir waren, Bad Fischau, mit wunderbaren Ausblicken belohnt, wie man hier sieht oder hier. Ja, wir werden ziemlich sicher wieder mal dorthin fahren, aber ohne Schnee und Eis. Da ich gleich relativ am Anfang einmal umgeknickt bin mit dem Fuß, ich habe nicht aufgepasst, ich habe nicht geschaut, bin dann anscheinend auf einen Stein gestiegen und habe nicht rechtzeitig reagiert. Bin dann noch ein zweites Mal umgeknickt mit einem anderen Fuß, das war aber nicht ganz so schlimm. Aber ja, es dürfte nichts Gröberes passiert sein. Also das hat sich dann gegeben mit der Zeit. So, ja, das war's für dieses Mal. Was gibt's nächstes Mal? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Werden wir sehen. Ja, wenn jemand bei meiner Challenge mitmachen will, kann er gerne mitmachen. Ja, und so gesehen, bleibt mir gewogen und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, der Runde rollt.